Ich bin bei der Wendy im Team seit 7 Jahren und bin jetzt seit 2 Jahren speziell für die Wendy zuständig. Ich glaube, dass er mich immer wieder herausfordert und dass er mir sagt, auch wenn etwas nicht stimmt, wo ich vielleicht selber nicht merke, dass etwas falsch ist, dann kennt er mich sehr gut und bringt er mich wieder auf Top-Level. Ich glaube, die Wendy hat einen unglaublichen Willen. Sie ist extrem ehrgeizig, sehr zielstrebig. Sie ist, ich würde fast sagen, eine Getriebene. Also sie ist eine, die ihre Ziele unglaublich gnadenlos verfolgt. Und ich glaube, das ist das, was sie im Kern ausmacht. Wir machen am Nachmittag, gegen Abend, machen wir einen Plan für den nächsten Tag. Das heisst, wir überlegen uns, was schaffen wir morgen im Skitraining, wieso und auch ich sage mir, wie ich denke, damit er versteht, an was ich denke beim Skifahren. Und am nächsten Tag wird es umgesetzt und ausprobiert auf den Ski. Da tut man nicht sagen, wir wollen die Bestzeit machen mit einer halben Sekunde Vorsprung, sondern dort geht es wirklich um, wie will die Skifahren. Und das probieren wir ein bisschen zu transferieren im Wettkampf. Natürlich, ganz klar, wir wollen auf das Podest, sie will gewinnen. Kein Thema, oder? Ich würde sagen, die WM, sie ist sicher präsent, aber es ist eher so, dass man sich halt überlegt, wie plant man am besten, dass man auch an der WM Höchstform hat. Wir schaffen natürlich Voraussetzungen im November, Dezember, Januar. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir jeden Tag das Beste geben und jeden Tag besser werden. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, haben wir noch viele Möglichkeiten, um Sachen zu erreichen.